Für Gabi Näder geht es heute gemeinsam mit ihren Freunden auf das Nürnberger Volksfest. Für ein paar Stunden das Frühlingsfest für sich haben, einen Tag lang alle Fahrgeschäfte fahren, ohne anzustehen oder ein Ticket kaufen zu müssen. Darauf freut sich die Volksfestbegeisterte. Einmal auf die ganzen coolen neuen Fahrgeschäfte, die ich mit Action liebe, über alles. Und ich bin auch glücklich, dass ich mal die Ehre habe, in Sürnberg zu sein. In diesem Jahr wird der Tag der Menschen mit Behinderung zum Auftakt des 60-jährigen Jubiläums der Lebenshilfe Bayern gefeiert. Es hat sich natürlich angeboten. Einmal ist es in eine Tradition eingebunden. Zum anderen natürlich trägt es natürlich auch dem Integrationsgedanken Rechnung. Das heißt, die Teilhabe, das Recht auf Teilhabe. Schirmherr Ministerpräsident Markus Söder eröffnet den Aktionstag heute, um gerade jetzt ein Zeichen zu setzen. Es ist wichtig, dass wir das Miteinander besser leben. Gerade nach den 2 Jahren Corona, nach den schlimmen Dingen, die uns tagtäglich aus der Ukraine erreichen, ist wichtig, mal durchzuschnaufen, Kraft zu tanken und zu zeigen, dass diese Gesellschaft wieder zusammenwachsen muss. Und ich finde es so schön, dass was die Schausteller hier organisieren, Menschen, die auch 2 Jahre sehr unter Corona gelitten haben, einfach ein Stück Hoffnung zu geben, Lebensfreude. Und da ich selber ein großer Fan bin seit meiner Kindheit vom Volksfest, ich jedes Fahrgeschäft kenne, selber gefahren bin, meine Kinder da auch gefahren sind und ich bei der Eröffnung nicht dabei sein durfte, weil ich noch bei Corona draußen war, war es mir heute in doppelter Weise eine Herzensangelegenheit. Bei den vielen Teilnehmern sorgen die Schausteller heute am Tag der Menschen mit Behinderung für glückliche Gesichter. Alle Fahrten sind umsonst, Verkaufsgeschäfte haben Angebote zum halben Preis. Wir haben auch gleich am Anfang der Pandemie haben wir geholfen mit unserem Equipment. Wir sind in Konzertorgeln vor Seniorenheime gefahren. Wir haben Schutzkleidung gebracht. Wir waren auch im Tal, wie das Hochwasser kam, haben die Leute verköstigt. Wir waren jetzt auch an der Ukraine, haben Güter hinübergefahren. Wir helfen immer anderen Menschen, das ist in den DNA der Schausteller verinnerlicht. Für Gabi Näder geht dann auch noch ein Wunsch in Erfüllung. Sie darf gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten in einem Oldtimer fahren. Wundervoll, mit dem Söder meine Fahrgeschäft zu sorgen. Hat mir gute Gefühle gewesen, ihn als Chauffeur zu haben. Die Sorgen und Nöte einfach mal vergessen, ein Stück Normalität nach 2 Jahren Corona-Pandemie. Für Gabi Näder und ihre Freunde eine gelungene und schöne Abwechslung.